Leute, heute kommen wir mal wieder zum neuen Video. Heute zeige ich euch diese Drohne. Eins zeige ich euch schon mal gleich, die kann nicht fliegen, es ist nur ein Modell. Hier habe ich die Propeller und das ist einfach ein Licht vorne. Die kann man mit einer Fernbedienung steuern oder programmieren. Und jetzt geht es dann auch gleich los. Also das ist jetzt die Drohne. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Startprogramm. Nämlich da kann ich dann euch zeigen, wie die Propeller sich dann drehen. Man kann hier dann einfach die Geschwindigkeit bestimmen. Es gibt natürlich auch ein Programm dazu. Mit dem Programm kann man dann das per Fernbedienung steuern. Ich mache jetzt mal auf ganz schnell. Ihr hört jetzt hier, das ist sehr laut. Und genau, die hebt jetzt nicht ab. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man die Drohne baut. Ich drehe die hier jetzt einmal ein bisschen. Die hat auch Stützen unten dran, damit die gut auf dem Boden hält. Ich habe die auch ein bisschen verkleidet. Vorne, wie gesagt, der Abstandssensor als Licht. Und ja, genau, jetzt zeige ich euch, wie man die ganze Jetzt nehmen Drohne wir uns baut. Zuerst mal den her. Dann machen wir hier unten. Da, wo der Knopf ist, hier zwei schwarze hin und einmal so eine Stange, die so lang ist wie der ganze Boost. Und dann auf der Rückseite kommen hier auf jeder Seite vier hin. Dann hier kommen zwei blaue hin, da drauf so eine lange Stange, das genau passt. Und hier dann noch zwei und das gleiche auf der anderen Seite auch. Dann nehmen wir eine große und eine Dreierplatte. Die machen wir zusammen. Das machen wir zweimal. Dann drehen wir die um und machen die hier hin. Jetzt nehmen wir zwei von denen. In der Mitte wieder zwei blaue und eins so lange wie die zwei. Das müsste dann so aussehen. Die kommen dann hier so hin. Das gleiche brauchen wir dann auf der anderen Seite. Und das kommt auch wieder hin. Dann können wir mal die Motoren zusammenbauen. Dann nehmen wir einen Motor. Hier kommen die hin. Dann hier einen hinmachen, wo dann genauso lang ist wie der Motor. Und hier dann die Stütze hinmachen. Genau das brauchen wir zweimal. Und dann kommt einer hier hin. So dass einer von denen überguckt und der andere kommt dann hier hin auf die gegenüberliegende Seite. Auch wieder, dass eins rüber guckt. Und dann nehmen wir den nächsten Motor, machen eigentlich genau das gleiche. Hier wieder so eine lange Stange und da wieder so eine Halterung. Das Ganze auch wieder zweimal. Dann kommt einer hier hin. Die Kabel, die könnt ihr jetzt einfach mal runterhängen lassen. Einer dahin und einer hier hin. So, jetzt nehmen wir mal das Kabel von dem hier und führen das hier zwischen. Also wir führen das hier unten, ups, hier so durch, hier. Dazwischen, das können wir dann ein bisschen wegbiegen oder einfach hier zuerst mal durch, dann hier rausziehen, solange bis es straff ist. Und dann können wir das Ganze hier drin verstauen und den Motor dann hier anschließen. Also hier drin habe ich es jetzt verstaut, da durchgezogen, dann hier drunter stecken. Das gleiche machen wir mit dem hier. Ich zeige das jetzt mal auf der Seite und dann hier wieder durchziehen, bis es straff ist, dann an Port A anschließen und das dann wieder hier
hier in die Mitte reinquetschen. Das gleiche machen wir jetzt auch noch auf der anderen Motoren verbunden. Der Motor kommt zu Port E. Der Motor kommt an Port A. Der Motor an Port F. Der Motor, der hier hinten, an Port B. Jetzt brauchen wir so eins mit einem Dreier unten. Einfach ganz normal festgemacht. Das brauchen wir insgesamt viermal. Dann drehen wir den um und machen den hier jetzt einfach mal auf jeder Seite den hier hin. Und jetzt nehmen wir den Abstandssensor mal her, machen hinten zwei dran, legen das Kabel unten rum und stecken den hier rein. Jetzt machen wir die hier, die Motoren, machen wir ein bisschen weg und gucken, dass es hier dran ist und verschieben die alle eins vor, dass zwei vorne sind. Das mache ich jetzt bei jedem, um eins weiter verschoben, dass hier zwei frei sind. Jetzt können wir den Abstandssensor nehmen und den einfach hier hin machen. Dann das Kabel führen wir hier lang, hier durch, hier wieder durch, wieder straff ziehen und an Port D anschließen. Und dann können wir das hier verstauen, das Kabel. Und jetzt brauchen wir noch vier von diesen hier, wo einfach zwei dran sind. Dann machen wir einen hier hin. Den anderen hier hin. Dann müsst ihr gucken, dass die Kabel euch dann nicht im Weg sind. Das habe ich jetzt überall gemacht. Und jetzt kommen wir zu den Flügeln. Dafür nehmen wir so Ecke und so, wie ich es, so weiße oder was sein soll. Davon, die sind ganz wichtig, weil die drehen sich leicht und wir wollen ja, dass die Flügel sich auch drehen. Und dann nehmen wir die jetzt einfach so und machen die überall so hin. Jetzt gucken wir natürlich auch, dass die überall in die gleiche Richtung zeigen. Also überall so. Hier noch. Hier, da und da. Jetzt können wir wieder zum Startprogramm wechseln und das mal ausprobieren, ob wir alles richtig gemacht haben. Gut, passt. Und jetzt zeige ich euch noch schnell das Programm. Hier bin ich jetzt auf der Lego Mindstorm App, dann gehe ich hier drauf, gehe runter und dann ist das Programm hier. So sieht es aus. Die Lautstärke soll auf 100%, also da piepst es dann so. Ich kann das mal schnell starten, das Programm. Das müsstet ihr dann hören. So, ich starte das jetzt mal. So, das habt ihr jetzt gerade gehört, hoffe ich mal. Und das hat so gepiepst, also es hat sich mit der Fernbedienung verbunden. Und hier können wir dann einfach auf Bearbeiten gehen und Plus und können... Dann könnt ihr das einfach draufklicken und hinschieben. Hier habe ich das so gemacht. Hier ist SV1 links, rechts ist SV2, hier ist S1 und da ist S2. Dann können wir auf Haken klicken und das wieder schließen. Hier gibt es die Fernsteuerungen, da kann ich das dann rüberziehen. Und das ist das Programm. Ich scroll jetzt einfach mal langsam runter. Ihr könnt ja dann auch Stopp machen, wenn es euch zu schnell geht. Hier, wenn ihr hier mehrere zuweisen wollt, dann macht ihr auf mehr und klickt hier alle an. So, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie das Ganze funktioniert, die ganze Fernbedienung. Also, wir stellen die Drohne so hin, dass der dass der Abstandssensor von euch weg zeigt. Dann könnt ihr mit diesem Hebel die linke Seite anmachen. So ist es hoch, wenn ihr ihn hochdrückt. Hier, auch, hier könnt ihr die rechte Seite bedienen. Hier geht es dann auch hoch. Und wenn ihr beide runter macht, dann fliegt sie runter auf den Boden. Wenn ihr beide hoch macht, fliegt sie hoch.
Achso, sie fliegt nicht, habe ich euch ja schon gesagt am Anfang. Und dann könnt ihr hier so lenken und mit dem Knopf könnt ihr das Licht anmachen. Da hört ihr auch so einen Piepton, damit man weiß, dass man es gerade anhat. Wenn er an ist, ist das Licht an und wenn er aus ist, ist das Licht aus. Und mit dem Knopf könnt ihr die Propeller starten. Also die drehen sich dann ganz langsam und dann könnt ihr hier die Geschwindigkeit wieder erhöhen. So, das war's dann mit dem Video. Und ganz wichtig ist noch, was ich vergessen habe, auf dem Programm auf Streaming schalten, damit ihr das live ist, wo ihr macht. Und genau, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, teilt auch gerne meinen Kanal mit euren Freunden und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ich 50 Abonnenten habe oder wenn wir 50 Abonnenten auf meinem Kanal haben, kommt ein ganz besonderes Video raus. Also teilt gerne meine Videos mit euren Freunden und ciao, bis zum nächsten Mal.